Hi Leute und willkommen zu meinem 200 Abonnenten-Special. Ja, wie ihr mitbekommen habt, wird es ein FAQ und da ich leider keine Fragen vorlesen kann, habe ich mir Unterstützung geholt von El Diablo oder auch bekannt als Moriano. Ja, hallo. Hi. Perfekt. Ja, ich glaube, wir können auch direkt starten mit der Bist du sicher? ersten Kategorie. Ja, ich glaube Willst du das? schon. Nein, eigentlich nicht. Okay. Ich tue das nur aus Zwang. Ich krieg Alles gerade klar. eine Pistole in den an den Kopf Ja. gehalten, ne, und ja. Genau, ja, klar. Ja, also erste Okay. Kategorie. Essen und Trinken. Ja, dein Lieblingsgebiet, ne? Ich So ein Arsch, ey. weiß. Alles klar. Okay, magst du Schokolade? Wenn ja, welche? Ja, Schokolade, wer mag sie nicht? Am Ich. liebsten. Ja, du bist so eine Ausnahme. Am liebsten mag ich eigentlich so weiße Schokolade oder zartbitter. Finde ich irgendwie am besten. Ja. Okay, Ja. nächste Frage. Magst du Obst? Wenn ja, welches? Ja, Obst mag ich auch sehr gern. Am liebsten Äpfel, mehr so zur Winterzeit. Bananen mag ich auch ganz gerne. In der Sommerzeit müssen einfach ein paar Melonen gegessen werden. Ja, Melonen sind gut. Ja. Trinkst du gerne Tee? Eigentlich nicht. Früher habe ich sehr viel Tee getrunken, jetzt eigentlich nur, wenn ich krank bin und es unbedingt nötig ist. Okay. Joghurt oder Quark? Joghurt. Ja, klar. Magst du Kaffee? Ne, Kaffee mag ich überhaupt nicht. Wenn dann bloß süß und blond, aber ich greife da lieber zu Energy Drinks. No. Wer nicht? Cola oder Sprite? Normalerweise Cola, aber Sprite ist auch nicht schlecht. Langweiler. Päh, Ja, Alter. ja. Was würdest du niemals essen? Halb gebrütetes Küken. Oh. Ja, ich hab's mal im Fernsehen gesehen und ich finde das ja mal gar nicht appetitlich. Uhu. So, okay, nächste Kategorie. Let's Plays. Ja. Mit was nimmst du auf? Ja, die am häufigsten gestellte Frage bei einem Let's Player, mit was nimmt man auf? Ich benutze zum Aufnehmen hauptsächlich Fraps und jetzt für Spiele wie jetzt Yoshi's Island oder Donkey Kong's Country benutze ich auch Camtasia Studio 7. Okay. Was nimmst du zum Konvertieren deiner Videos? Ah, da nehme ich auch Camtasia Studio 7, das bringt eigentlich alles mit sich, was man dazu braucht. Okay. Wie bist du zum Let's Playen gekommen? Ja, das ist eine etwas längere Geschichte. Ich versuche mal ein bisschen kürzer zu fassen. Also ich habe mich ein bisschen mit YouTube beschäftigt, habe dann nach Secrets für Final Fantasy 9 gesucht und bin dabei auf Rockman C gestoßen, habe da dann das komplette Let's Play von Final Fantasy 9 angeguckt, das glaube ich knapp 160 Parts sogar waren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, das habe ich komplett durchgesuchtet innerhalb von 3 Tagen oder so. Okay. Ja, und das fand ich ziemlich interessant, habe mich da so mit ein paar anderen Leuten noch drüber unterhalten und auch ein Kumpel, mit dem ich online Runes of Magic gespielt habe, der hat da auch ein bisschen angefangen, aber hat es dann nicht wirklich weitergemacht. Da habe ich mir gedacht, ach, scheiß drauf, ich fange da auch mal damit an. Ja, so bin ich Und zum darüber Let's sind Play wir alle gekommen. sehr glücklich. Yay! So, okay. Wer ist sind deine Lieblings-Let's Player? Ja, also wie gerade schon genannt, Rockman C oder zumindest sein jetziger aktueller Kanal The Carrie-D und Hedy K, das sind so meine beiden Favoriten. Okay. Wie lange brauchst du, bis du ein Part fertig hast? Ja gut, es kommt halt jetzt drauf an, welches Spiel und wie groß die Videos werden, aber je nachdem, wie lange ich dann auch noch aufnehme, also wenn ich so eine circa 20 Minuten aufnehme, dauert das Rendern 1 bis 1,5 Stunden, das Hochladen auch nochmal circa 1 Stunde und ja, somit bin ich Boah. bei 2 bis 2,5 Stunden pro Part für jetzt ein größeres Projekt wie Runes of Magic zum Beispiel. Oder Dragon Age, Ja, ist auch Dragon Age nicht ist gerade auch klein. ziemlich groß, ja. Okay. Hast du schon Pläne für dein nächstes Abo-Special? Nein, habe ich nicht und wenn, dann würde ich es nicht verraten. Noch nicht. Hehe. Irgendwo logisch. Ja, es verdirbt die So, Spannung. Kategorie auch fertig. Jetzt kommt die nächste. Kunst, Literatur und Film. Ja. Und zwar, kennst du den Film Stichtag? Kenne nicht, davon gehört habe ich auf jeden Fall. Ich habe mal so ein bisschen durchgelesen, was da so passiert. Ich werde ihn vielleicht mal angucken. Mal schauen. Okay.
Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Ja, da ist es ganz klar Nicolas Cage, der hat einige richtig gute Filme, die ich auch schon ziemlich oft gesehen habe. Aber mein Lieblingsfilm von ihm ist Ghost Rider und ja, so ein paar andere. Der spielt ja ziemlich vielen Filmen mit, wie Kick-Ass zum Beispiel noch. Ja. Ja, okay. Magst du Horrorfilme? Also Horrorfilme mag ich sehr, sehr gerne. Es ist auch so, ja, es sind so meine Favoritenfilme, mehr oder weniger. Okay. Dann kennst du den Fantasy-Autor Terry Pratchett? Wenn ja, wie findest du seine Bücher? Also kennen tue ich ihn auf jeden Fall. Ich habe in der Schule auch schon ein paar Buchreferate von ihm gehört und so und so. Also, seine Bücher sind wirklich sehr, sehr interessant, aber ich habe noch keines davon gelesen. Leider. Okay. Ja. Ja, leider. Ausrufezeichen. Nein, wirklich, also seine Bücher sind wirklich gut. Kenne ich nicht. Ja, ich schon. Kann ich nicht drüber urteilen. So. Geh mal auf Okay. Wikipedia. Kenne ich Oder nicht. nutze Google. Google ist dein Kenne ich auch Freund. nicht. Ja. Kennst du den Film Austin Powers? Ja, Gegenfrage. Wer nicht? Wer nicht? Ja, ist eigentlich ziemlich bekannt, der Film. Also, ich schätze mal, den kennen die meisten. Ja, normalerweise. Eigentlich schon, ja. Ja. Okay. Welche Künstler kennst du? Ja gut, welche Künstler kenne ich? Es gibt halt hauptsächlich die allgemeinen Künstler, die man so kennt. Von vielen anderen kenne ich nicht wirklich die Namen. Aber bekannt sind halt wirklich Pablo Picasso, Vincent van Gogh, Leonardo da Vinci, die kennt man. Und denjenigen, den ich auch jetzt in der Schule, also Grundschule, mal kennengelernt habe, das war der Hundertwasser, der war auch eigentlich ziemlich interessant, was der alles gemacht hat. Ja. Okay. Ja, aber das war's schon für meinen Teil. Ja, irgendwie schon. Es ging irgendwie Ja. etwas schneller wie geplant, aber der zweite Ja. Teil kommt noch. Ihr dürft drauf gespannt sein. Bis gleich. So Leute, wir machen weiter mit dem zweiten Teil. Ich sitze im RP, werde euch hier durch den zweiten Teil ein bisschen führen. Und wir beginnen auch gleich mal mit der Frage, was ist denn dein Lieblingsspiel, Slice? Also für Konsole und PC? Ja, mein Lieblingsspiel für Konsole ist Final Fantasy IX. Ich liebe das Spiel über alles. Ich finde das einfach nur genial gemacht von den Charakteren und so weiter und die ganze Kulisse. Und auf dem PC, da schwanke ich jetzt zwischen Oblivion und Dead Space. Also diese finde ich beide richtig genial, die Spiele. Der Space ist eklig. Ich finde es lustig. Ja, wenn man nicht gerade zermatscht wird, das ist lustig. Ja, was ist denn dein Lieblingsfilm? Mein Lieblingsfilm unterteilt sich in mehrere. Also mein Lieblingsfilme sind die drei Teile von Transformers, Blade und Underworld. Ah, Ja, die haben kenne alle ich drei sogar Teile. alle. Ja, ich auch. Das ist ein Wunder. Was ist dein Lieblingsgenre? Ja, da ich jetzt nicht weiß, auf was das Genre bezogen ist, Das habe ich mich auch gerade gefragt. mache Ich ich's einfach denk mal mal für Filmgenre. alles. Ich mache einfach mal für alles. Also auf meiner Konsole ist mein Lieblingsgenre Hack-and-Slay-Spiele. Weil die finde ich da sind am einfachsten zu spielen. Umgesetzt auf dem PC ist es nicht ganz so toll gemacht. Am PC ist es ganz klar Rollenspiele. RPGs finde ich einfach nur genial. Und bei Filmen ist es Horror. Mehr oder weniger. Und Vampirfilme. Ja, Horror, Wenn man jetzt so Blut, deine Gemetzel. Lieblingsfilme betrachtet. Ja. Wie bist du denn zu den MMOs gekommen? Naja, ich habe mir einen neuen PC gekauft. Ich hatte Internet. Man hört natürlich überall nur WoW. Habe ich mir gedacht, nee, das tue ich mir nicht an. Und habe halt irgendein anderes gesucht. Habe dann, glaube ich, auch 10, 12 verschiedene MMOs probiert und bin dann bei Runes of Magic hängen geblieben. Ja. So einfach kann das gehen. So, kurze Unterbrechung. So, die nächste Frage wäre, wie lange du denn schon League of Legends spielst? Ja, das weiß ich selber nicht mehr so genau. Auf jeden Fall habe ich angefangen, als Nocturne rauskam. Aber ich habe keine Ahnung, wann der rauskam.
Müssen Sie mal Das googeln. weiß ich jetzt auch nicht. Ich habe ja kurz nach dir angefangen. Oder Ja, ein bisschen länger nach dir. bisschen länger, Ja, ja. auch nicht so lange. Ja, ungefähr ein paar Wochen. Und das gleiche noch für Runes of Magic. Ja, Runes of Magic spiele ich ab, ich glaube, 14. Februar sind es dann schon 2 Jahre. Ja, ist auch Ach, schon eine lange ganz schön. Zeit. Nur hatte ich halt Oh. jetzt ein paar Monate Spielpause, aber jetzt fange ich wieder an, aktiver zu spielen. Oh. Ja. Ja, sowas verlernt man ja nicht, oder? Nicht wirklich, nein. Und jetzt nochmal ein kleiner Themenschwenk wieder zurück zu League of Legends. Wer ist denn da dein Lieblingschampion? Meine Lieblingschampions, würde ich jetzt mal so sagen, denn einer ist ein bisschen wenig unter den, wie viel gibt es jetzt? 84 oder sowas, glaube ich, oder 85? Boah, es gibt genug und es Ja, gibt auf ja jeden immer Fall. mehr. Lee Sin ist klar mein Favorit und dicht gefolgt von Renekton und seit neuestem gefällt mir auch Malphite richtig gut. Ja. Ah. Nochmal eine Frage speziell zu einem PC-Game. Ob du das Spiel Sacrifice kennst von Shiny Entertainment? Ich hab's nicht gekannt, ich habe natürlich da gleich gegoogelt und auf YouTube ein paar Videos angeguckt. Also, es sieht auf jeden Fall sehr, sehr interessant aus. Ich mal schauen, vielleicht werde ich mir das auch mal holen und anzocken. Mal gucken. Okay. Vielleicht auch Let's Playen. Mal schauen, je nachdem, wie schwer das Spiel gefällt. Welches Spiel hast du dir denn zuletzt gekauft? Ja, welches Spiel war denn das genau? Ich habe, glaube ich, zuletzt für die Wii ein paar Spiele gekauft. Es war Legend of Zelda Skyward Sword. Also ich habe die alle im Pack gekauft, weil das war so Weihnachtsgeschenk für mich. Da habe ich dann natürlich noch Super Smash Bros. Brawl und Final Fantasy Crystal Chronicles The Crystal Bearer gekauft. So. Ja. Und weißt du schon, welches du dir als nächstes kaufen könntest? Bin ich noch nicht ganz so sicher. Falls Diablo irgendwann mal rauskommt, Diablo 3, bin ich am überlegen, Skyrim oder Dead Space 2. Muss ich mal gucken. Das Best Buy, ja. Ist lustig. Geht so. Ja, ich habe es ja auf der Konsole, auf der Xbox schon angespielt gehabt, nur jetzt ist mir die Xbox kaputt gegangen. Oh Super. je, das ist doof. Ja. Noch eine Lieblingsfrage. Es sind ganz schön viele Fragen nach dem Lieblings. Was ist deine Lieblingsfarbe? Ganz klar grün. Meine auch. Yay. Das ist cool. Ich mag auch grün. Guckst du doch Kika oder Super RTL? Etc. ich gucke seit einigen Monaten eigentlich gar kein Fernsehen mehr. Meistens bloß irgendwelche Filme dann, aber Fernseh eigentlich nicht mehr. Und nein, ich gucke auch kein Kika und Super RTL mehr. Oh, guckst du nicht den Sandmann? Nein, nicht mehr. Oh. Weil wenn ich um die Da Uhrzeit, verpasst du was. ja, wenn ich um die Uhrzeit ins Bett gehen würde, ja, toll. Aber du kriegst extra noch Traubensand. Dann kannst du besonders gut schlafen. Naja, konnte ich irgendwie nie. So, und hier noch eine Frage, die gestellt wurde. Warum bist du in League of Legends so Ja, schlecht? Verstehe ich jetzt nicht die Frage, die aber Frage wurde okay. von Domi gestellt. Ach Da so, kannst du es okay, dir das vorstellen, erklärt ja. natürlich einiges. Und Dann ist die Frage wohl eher nicht so ernst doch gemeint. irgendwie schon. Denn wie man weiß, gibt ein Meister seinen Lehrling das komplette Wissen weiter und er verbessert es und dadurch wird der Lehrling immer etwas besser wie der Meister. Weil ich habe so gesehen Domi, also El Diablo bzw. Moriano in League of Legends eingelernt und ja, deswegen sind wir gleichwertig bzw. eher teilweise sogar besser, je nach Champion-Wahl. Ja, mich habt ihr auch noch so ein bisschen mit Ja, hochgezogen. auch nebenher. Ja, also nebenbei. Wie sieht denn dein Arbeitsalltag Ja, aus? da kann man nicht wirklich viel dazu sagen. Es kommt darauf an, was für Schicht ich habe. Ob ich jetzt um 6 Uhr oder 7 Uhr früh anfangen muss, um 12 Uhr mittags rum oder abends um 6 Uhr. Stehe ich halt dann irgendwann auf, esse vor der Arbeit noch was, mach und tu duschen oder sonstiges fertig machen, stell dann ein paar zum Hochladen noch frei, geh auf die Arbeit, arbeite, komm nach Hause, dann je nachdem wieder auf duschen, was essen, dann erstmal gleich Nachrichten nachgucken,
Dann nehme ich da meistens noch was auf und das lasse ich dann gleich rendern auf meinem Laptop. Und ja, dann zocke ich und Skype, bis ich dann irgendwann schlafen gehe. Ich glaube, die Frage war eher so gemeint, was du bei deiner Arbeit so machst. Ja, ich wollte eigentlich nicht verraten, was ich arbeite. Ach so, okay. Deswegen habe ich so gemacht. Ah, okay. Singst du gerne? Nein. Ich singe nicht Nein. gerne. Warum? Ich glaube, du bist jetzt auch ein paar Fragen runtergerutscht, aber egal. Na, ich singe allgemein nicht gern. Ich habe die Reihenfolge mir gerade ein bisschen Ah, ich dachte umgeändert. schon, die kommt bei mir woanders. Ja. Nicht mal unter der Dusche singe ich. Nein. Nicht? Hörst du da wenigstens Ja. Musik? Okay. Dann ist es ja alles okay. Gehst du oft ins Kino? Früher bin ich ziemlich oft ins Kino gegangen, jetzt eigentlich allerdings nicht mehr so oft, da ich nicht mehr allzu viel Zeit dazu habe. Ja. Durch Arbeit und Let's Plays Ja, und so. das... Schlafen muss man ja auch noch Da, irgendwann. zwischendurch wäre es ganz ratsam, ja. Und wenn du jetzt noch mal ins Kino gehst, guckst du die Filme dann in 3D, wenn es geht? Oder einfach klassisch 2D? Also ich gucke auch Filme gerne in 3D, es ist auf jeden Fall nicht schlecht gemacht. Aber wenn die Filme jetzt zu lange gehen, dann finde ich sie in 2D dann doch schon besser. Weil ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, da irgendwie ein Herr der Ringe-Part in 3D zu gucken. Da 3 Stunden mit so einer Brille auf dem Kopf ist nicht so toll, meiner Meinung nach. Das Problem ist ja auch immer noch der Ja, Sitzplatz. das ist immer das Wichtigste. Weil wir haben uns mal einen Film in 3D angeguckt und saßen in der zweiten Reihe von vorne. Ich hatte Nackenstarre Ja, danach. ganz vorne sitzen ist eh schlecht. Ganz hinten geht noch, Ja. aber mittig, genau in der Mitte ist eigentlich Ja, das war nichts Beste. mehr frei. Ja, das ist immer das Problem. So kann weitergehen. Okay. Ja. Welche Hobbys verfolgst du denn noch so neben dem Let's Play? Also wir haben ja gerade schon gehört, dass du nicht so viel Zeit hast für Ja. noch was anderes, aber hast du früher irgendwelche Hobbys noch verfolgt, die du jetzt aufgegeben hast? Also Hobbys jetzt neben dem Let's Playen ist ganz klar das Zocken. Das muss immer sein, das macht halt einfach Spaß. Und ich Hm. sammle und spiele noch ab und zu Trading Card Games. Jetzt eigentlich nur noch Yu-Gi-Oh! Früher habe ich dann noch ein paar andere dazu gespielt und gesammelt gehabt, aber es wird mit der Zeit etwas zu viel. Ja, das stimmt schon. Ja, aufgegeben habe ich jetzt das Fußballspielen. Ich habe ein paar Jahre im Verein gespielt gehabt und ich war im Schützenverein auch 1, 2 Jahre, glaube ich. Ja. Auch immer schön bei den Schützenfesten Ja, dabei. die waren immer sehr flüssig. Ja. Ich denke, wir alle wissen, was du Ich damit hoffe meinst. es. Hast du denn eine Lieblingssportart? Ja, also Lieblingssportart eben ist Fußball. Wie gesagt, ich habe da ein paar Jahre im Verein gespielt und ich spiele es auch privat ab und zu noch mit ein paar Freunden. Also auch so zum Ja, Angucken im das mag ich jetzt Fernsehen. eher weniger. Ich bin ja nur einer, der Ach so. einfach selber spielt. Also nicht mal Ja, WM. doch WM, EM schon, aber jetzt so die einzelnen Bundesligaspieler und so gucke ich nicht. Ach so, okay. Welche Jahreszeit magst du am wenigsten? Den Herbst. Da gibt's Und warum? meistens viel Regen. Nicht immer. Und da wird es langsam kälter. Und wenn es dann Winter ist, dann freue ich mich da schon irgendwie wieder drauf, wegen dem ganzen Schnee. Nur dieses Jahr ist es irgendwie etwas kläglich ausgefallen. Ja, bei uns lag gar kein Bei Schnee. uns lag, glaube ich, 2 Mal Schnee, aber der war innerhalb von ein paar Stunden bis einem Tag wieder weg. Ja, eben, das zählt dann für Ja, mich nicht, als das eben. Schnee lag. Ist blöd, keine weißen Ah. Weihnachten. Aber kalt war es trotzdem. Bisschen. Bisschen, ja. Ist nicht arschkalt, aber kalt genug. Das stimmt. ja, hast du in deiner Kindheit Disney-Serien geguckt und wenn ja, welche? Ja, also Disney-Serien habe ich... Also das ist die einzige, an die ich mich erinnere, das war Goofy und Max. Die habe ich immer angeguckt, aber an die anderen kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was ich da alles geguckt habe.
Bist du also kein Hannah Nein. Montana-Fan? Not. Ich hätte dich jetzt so eingeschätzt, dass du da jeden Tag mit so einer blonden Perücke Ich bin rumläufst. zwar blond, aber ich habe keine blonde Perücke. Auch nicht so lange Nein, Haare. nicht ganz. Ja. Knapp, ne? So. Fehlen nur ein ganz paar Ein paar Zentimeter. mehr, So, die nächste Frage habe ich ja schon vorgezogen. Wie viele Orte kennst du in der Schweiz? kennen direkt nicht allzu viele und schon mal da gewesen. In dem Sinne kennen Das weiß ich, ja. nur ein paar, und zwar Döttingen, da ich da ja schon ein paar Tage lang gelebt habe. Zürich war ich schon ein bisschen, und in Baden, und kennen tue ich jetzt da noch Wien und Bern, aber die sind ja, denke ich mal, auch ein bisschen bekannter, die Orte. Also muss man nach Locarno, das ist schön Okay, mal da. schauen. Da waren wir früher immer im Urlaub. Ja, da musst du mal hin. Muss mal Urlaub machen. Was ein toller Übergang ist zur nächsten Frage. Wo warst du denn überhaupt schon Ja, mal im im Urlaub Urlaub? war ich schon in England. Da waren wir schon mal, mit Klassenfahrt haben wir da auch mal hingemacht gehabt. War sehr, sehr interessant. Hat total Spaß gemacht. In Italien war ich schon ein paar Mal im Urlaub. Da war ich allerdings erst ein paar Monate bis ein Jahr oder zwei alt. Deswegen kann ich mich da nicht mehr dran erinnern. Und ja, in So, Deutschland okay, halt ein ja. paar Orte abgekapert. Ja. So viel war da noch, und halt in der Schweiz, wie man gerade eben schon gehört hat. Ja. Was machst du an deinem nächsten Geburtstag und wann ist der überhaupt? Ich weiß nicht, ob die Frage schon kam, Ja. aber wenn nicht, dann Ja. stelle ich die jetzt einfach mal so von mir aus. Was ich an meinem nächsten Geburtstag mache, weiß ich noch nicht. Es ist auf jeden Fall kurz vorher die Gamescom, aber Wo wir uns sehen, wahrscheinlich ja. wahrscheinlich. Mein Geburtstag ist am Ja. 21. August. Ja. Vor welchem Tier ekelst du dich? Ich kenne im Moment irgendwie gar kein Tier, wovor ich mich wirklich ekel. Also, So, ich dachte gerade, du kennst nein. kein Tier. Wieso Spinnen und sowas, davor ekle ich mich nicht. Als kleines Kind habe ich mich immer vor Regenwürmern geekelt, aber ich weiß gar nicht mehr warum. Ja. Regenwürmern? Ich habe Regenwürmer geliebt als Ich fand kleines die immer Kind. total eklig. Die Ja, tun doch eben. gar nichts. Aber sie sind so glitschig und keine Ahnung. Ich mochte auch total gerne Nacktschnecken. Na, die finde ich jetzt. Die mochtest du dann wahrscheinlich auch Na, nicht. ich habe die immer rumgeschmissen und sowas. Oh, die Armen. Ja. Welches Denkmal würdest du gerne mal Ja, das wäre besichtigen? ganz klar das Lincoln Memorial. Ich finde das irgendwie total interessant, also wie das gebaut ist, und ja, der Linken halt. Das wo wäre? Ja, Lincoln Memorial. Oh Gott, wo ist denn das genau? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. In welchem Land? Ja, Das wird schon mal helfen. Amerika. Irgendwo. Ah. Ich weiß gar nicht. Das wäre jetzt eine gute Frage. Naja. Ja, kann man ja googeln, wenn man das wissen will. Fragen wir Dr. Google. Wenn du 1 Million Euro hättest, oder Dollar, ich weiß nicht, wie nennt man das? Währung. Die Währung steht hier nicht dabei. Was würdest du dir dann kaufen? Ich gehe jetzt einfach mal von Euro aus. Das, ja, ist so eine Sache. Je nachdem, wann ich die gewinne würde, würde ich mir da eventuell wahrscheinlich erstmal ein Haus irgendwo auf dem Land etwas abgeschieden kaufen. Oder ein Auto. Je nachdem, was ich halt so als dringendstes erstmal brauche. Nein, dann nicht Porsche. unbedingt, weil dann wäre das ganze Geld schon fast wieder weg. Ja, Ja. das stimmt. Also würdest du lieber auf dem Land wohnen Ja, als in der jetzt Stadt? habe ich die Frage schon. Ja, die Frage schon vorweg weggenommen, aber ist ja egal. Ja, warum? Das kannst du uns ja Na, noch kurz erklären. Stadt ist halt immer so aufbrausend, teilweise etwas lauter, und naja. Ah, das stimmt. Auf dem Land hast du halt meistens deine Ruhe, hast dann schöne Aussichten teilweise sogar, oder hast einfach eine tolle Umgebung, eine schöne Landschaft. Auf Kuhhintern. Ja, auch.
Aber ja, das sind so die Gründe, warum ich jetzt eher auf dem Land wohnen würde. Ja. Achso. Tja, dann haben wir ja jetzt eine ganze Menge über Ja, dich und ich weiß erfahren. jetzt, wo das Lincoln Memorial steht. Ja, Hast du es gerade gegoogelt? in Washington DC, also Aha. lag ich richtig, ich wollte nur jetzt nicht lügen. Ja. Nicht liegen. Ja, wäre peinlich Bisher. dann sonst. Aber egal. Hast du ja noch Ja. rausgekriegt. Ja. Ja. Dann danke, dass du bei deinem eigenen Auswäschel hier diese ganzen Ja, wäre Fragen schlecht, wenn ich beantwortet jetzt nicht da hast. gewesen wäre. Ja, ne? Irgendwie schon. Ja, so viel weiß ich dann auch nicht, dass ich das dann Das erzählen stimmt. Aber könnte. jetzt weißt du ein bisschen mehr. Ja. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr, genau. Bisschen sehr viel mehr. Ein paar Fragen Ja, waren ja auch von bestimmt. mir. Ja. Weiß zwar Weiß jetzt ich nicht auch mehr nicht mehr welche, genau. aber ich glaube, die Frage nach dem Film Stichtag war von mir. Ja, Unter anderem. die im ersten Teil war. Ja. Genau. Ja, genau. Aber den haben die Leute wahrscheinlich schon gesehen, wenn sie jetzt den zweiten Ja. Teil gucken. Ja, Im wäre besten schlecht, wenn ich Fall. jetzt den zweiten Teil zum ersten machen würde. Kompliziert. Ja, schon. Naja, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns oder willst du noch was Ich sagen? glaube nicht. Auf jeden Fall, ja. Dann Ist ich gut. überlasse dir den Ja, Abschlusssatz, ist ja dein erstmal vielen Zwischen. Dank für deine tatkräftige Unterstützung. Und ja, Immer gerne. ja, das war's dann erstmal von meinem 200 Abo Special. Ich hoffe, ihr wisst jetzt etwas mehr über mich und wir sehen uns demnächst in irgendwelchen Spielen wieder. Vielleicht. Mal schauen. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. So Leute, das Abo-Special habt ihr ja jetzt nun angehört. Und hier kommt noch eine kleine Zusatzinformation für alle Leute, die sich das Video auch komplett bis zum Ende angehört haben oder die es überhaupt angehört haben. Denn am Mittwoch, den 18. Januar, das sprich in, ja, 3 Tagen, mache ich ein paar League of Legends Spiele, so als zusätzliches Abo-Special. TS-Server habe ich, denke ich mal, ich hoffe, das klappt. Die Daten werde ich da euch dann alle noch in das Erinnerungsvideo reintun, das ich dann noch hochladen werde. Und ja, ich hoffe mal, dass da ein paar Leute mitmachen. Ich weiß, es ist sehr kurzfristig, denn leider kann ich das eine Woche später nicht machen. Da habe ich dann wiederum keine Zeit, denn da treffe ich dann die Vorbereitung für meinen Urlaub, der ab dem 30. Januar beginnt und dann bin ich wieder weg. Deswegen kann ich da leider nicht, sonst hätte ich das die Woche drauf gemacht. Und darum hoffe ich mal, dass ein paar Leute von euch mitmachen werden. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und das war jetzt das komplette Ende von dem Abo-Special. Bis dann. Ciao, ciao.